Es dauerte fast ein halbes Jahr, bis der Koalitionsvertrag am 12. März 2018 stand. Neuauflage der Großen Koalition. Im Vertrag wird für Ostdeutschland eine Angleichung der Lebensverhältnisse angestrebt. Dafür gibt es nun eine Kommission, bisher ohne Ergebnisse. Aber dafür ein paar Standortentscheidungen pro Mitteldeutschland. Wir haben das große Fernstraßenbundesamt in Leipzig mit der Zentrale. Wir haben einen neuen BGH-Senat in Leipzig. Wir haben die Agentur für innovative und disruptive Technologien in der Cybersicherheit in die Region Halle-Leipzig verlagert. Da tut sich also einiges. Für die AfD als größte Oppositionspartei ist das zu wenig. Für sie bedeutet das Versprechen gleichwertiger Lebensverhältnisse aus dem Koalitionsvertrag vor allem gleiche Löhne in Ost und West und einen höheren gesamtdeutschen Mindestlohn. Wenn wir schauen, dass der ostdeutsche Arbeitnehmer nach wie vor 30% weniger verdient als der westdeutsche Arbeitnehmer, dann stellen wir eine Teilung fest in den Lebensverhältnissen, die nicht hinnehmbar ist. Die Grünen saßen schon fast mit einem Bein in der Regierung, doch dann brach die FDP die Verhandlungen für ein sogenanntes Jamaika-Bündnis aus Union, Liberalen und Bündnisgrünen ab. Nun wieder als Opposition sieht Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt uneingelöste Versprechen aus dem Koalitionsvertrag in der Rentenpolitik. Wir haben eben keine Grundabsicherung, keine Garantie- oder Respektrente, sondern es wird nur darüber geredet. Das entsprechende Gesetz zur Grundrente soll noch bis zu den Wahlen in Ostdeutschland im Herbst beschlossen werden. Als Beweis, dass der Koalitionsvertrag nicht nur bedrucktes Papier sei.